Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute wollen wir herausfinden, wann du ein Wort mit Doppel-S oder mit scharfem S schreibst. Dazu habe ich dir Wörter aufgeschrieben, einmal mit Doppel-S und einmal mit scharfem S. Und wir wollen jetzt gemeinsam einmal die Wörter lesen, genau hinhören und herausfinden, wann ich Doppel-S benutze und wann das scharfe S. Hör genau hin. Ein Tipp, es hat etwas mit der Aussprache zu tun. Der Fluss, lassen, das Essen, messen, vergessen. Beißen, fließen, der Fuß, der Strauß, das Maßband. Ist dir was aufgefallen? Hast du es gehört? Genau. Wir müssen auf die Vokale achten. Und zwar ist wieder die Vokallänge entscheidend. Wenn ich einen Vokal kurz spreche, wie bei der Fluss, kommt danach ein Doppel-S. Spreche ich den Vokal lang oder steht ein Doppelvokal davor, schreibe ich das scharfe S. Die Regel überprüfen wir jetzt. Lassen. Das A ist kurz. Doppel-S. Das Essen. Das E ist ebenfalls kurz. Messen. Hören wir auch das kurze E. Vergessen. Schauen wir uns die anderen Wörter an. Fließen, hier ist auch schon das lange I, scharfes S. Der Fuß, langes U. Der Strauß, Doppelvokal. Das Maßband, langes A, es folgt SZ. So einfach war die Regel. Das wollen wir jetzt natürlich ausprobieren an ein paar Wörtern, die ich vorbereitet habe. Wir schauen uns zuerst wieder die Vokale an, überlegen, werden sie lang oder kurz gesprochen und setzen dann den passenden Buchstaben ein. Reißen. Wir haben einen Doppelvokal, also kommt danach das scharfe S. Der Kuss. Kurzes U, Doppel-S. Küssen. Kurzes Ü. Und was mir hier noch hilft, Kuss und Küssen gehören zu einer Wortfamilie, sind verwandte Wörter, deswegen werden sie auch mit Doppel-S geschrieben. Draußen, Doppelvokal, scharfes S. Die Straße, langes A, scharfes S. Essen, kurzes E, Doppel-S. Ist nicht schwer, oder? Das war's auch schon von mir für heute. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Das war's. Bis zum nächsten Mal.